Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Es gibt einfach einen Hohenheim-Vlog hier von Uni-Leben. Besser gesagt, weniger Uni, mehr andere Sachen. Und das seht ihr jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was hier alles reinkommt in den Vlog. Aber wir starten jetzt erstmal mit, also wie ihr seht, mit Friseur. Hier hinten machen wir gerade auch noch Pommes, also hier läuft gerade alles schief. Und es ist natürlich NFL Sunday. Und jetzt wird geschnitten. Ja, das muss jetzt hier. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich dazu stehe, aber ich bin auf alle Fälle besser als davor. Nächstes Projekt heute, es gibt... Pizza. Pizza Basta. Nee, nur Pizza. Hier, Kabel ist da mit ihrem... Special Equipment, hier die Teig Rohlinge heißt es so. Ja. Boah, ich habe aufgepasst. Und draußen auf dem Balkon steht ein Riesen-Uni. Hey, das ist gerade so ein cooles Licht, ne? Das ist die Aussicht aus dem Wohnheim. Alla. Also, ich bin einfach der schlechteste Vlogger aller Zeiten, weil ich habe nicht eine Pizza gebloggt. Ich hatte so Hunger. Aber ich habe Bilder gemacht, glaube ich. Und die seht ihr jetzt. Yo! Hallo, nichts Aktion, die wir es machen, ist Trampolinhalle. Hier ist die Action, ist Bode, scheiße. Ist so crazy, das komplette Ding ist einfach leer. Oha. Der kleine Mensch Tippi will in seinem Leben auch mal einen Dank gemacht haben. Wuhu. Nächste Challenge am höheren Ding. Einfach an den Korb zu kommen. First try. Okay, also heute Montag, neue Woche. Heute geht's mit der Sahne-Gang zur Burg Lichtenstein. Auf jeden Fall richtig tolle Burg. Ich war noch nie da, aber sie ist bestimmt sehr, sehr toll. Ende Oktober nochmal hier eine Indian Summer in Deutschland. Das ist auf jeden Fall anders geil, sage ich. Super. An der Burg angekommen. Die Gruppe ist hochmotiviert. Warum hast du eigentlich ein Raiders-T-Shirt an? Weil die gestern gegen die Chiefs verloren haben. Ja, das Verweis wird nachher noch angezündet und verbrannt und dann machen wir davon die Smash-Burger. Oh, heiße Flammen, ne? Super. Hier ist die Burg, hammermäßig. Wir sind jetzt am Schloss. Vincent berichtet. Voll das krasse Schloss auf dem Berg. Das ist Schloss Lichtenstein. Bräuchte ich jetzt, weil Laurens nicht da ist? Ja. Und... Man sieht Himbeeren da vorne. Das ist schon wieder der Agrarstudent. Und wer ist drinne? Ja, Sapse, die ist einfach über die Brücke gelaufen. Also erstmal ganz kurz für den Kontext. Sapse hat nicht mal Geld für den Eintritt gezahlt. Und jetzt weiter. Hier, du bist Kontrolleur. Wir alle vier Leute müssen eine fleißige Karte einreichen. Gib mal hier die Karte. Wird eingerissen. Zack, genau, gehen rein. Sapse dahinter. Und vor allem jetzt muss ich da 30 Minuten irgendjemandem zuhören. Und hier ist noch Aussicht vom Tal. Da hinten ist auch irgendeine andere Burg. Wir wissen nicht welche. Und ich glaube, ich fliege gleich von da unten irgendwo Drohne. Weil, ich weiß nicht, hier ist überall Drohne verboten und so. Aber die Drohnenshots, die seht ihr? Jetzt. Sapse, die sich reingesneakt hat. Ist das scheiße, wirklich. Oh, warte kurz, da muss man rein in die Lochstufe. Du hast das so gestellt, oder? Ha! Ist das krass. Das sind einfach zwei Löcher. Mama, was steht da? Das ist der Rentnerausflug. Ist das scheiße. Abstand, oder? Du warst einfach in der Schauspieler-AG, was machst du hier? Ja. So, okay, das ist eine Jalapeno. Ja. Und ich hasse scharf und werde das jetzt essen. Muss ich dir was bringen? Oh, mit Äpfel hier. Oh, danke.
Ist die sauer, die Milch? Alter, die Milch, da ist die Hälfte Schafskäse drin, ist komplett schlecht. Also der Mann macht Smashburger mit seinem vollen Körpergewicht. Hier. Wie sieht das aus? Schön, schön. Alter, da ist das fertige Ding. Wir sind jetzt hier gerade am Cocktailwürfeln. Hallo. Hallo. Und wir müssen immer quasi das zahlen, was gewürfelt wird. So, jetzt nochmal die Eins. Nochmal die Eins. Jetzt geht's ins Stadion. Heute ist Pokal. Kaiserslautern gegen Stuttgart. Wir sind am Hauptbahnhof. So ab mit Security und allem drum und dran. Da unten sind die Ultras. Nicht wundern, das Video noch kommen wird rappelvoll. Aber wir sind viel zu früh. Das ist unsere Aussicht für heute. Auf B ist umgeschlagen seit einem Jahr hier im Stadion. Neuer Tag, gleicher Vlog. Heute geht's nach Eislingen zum Döner. Wir fahren eine Stunde und zwar zu Urfa Sofrasi. Genau. Okay, hier drinnen sieht so krass aus. Boah, alles voll. Und dieser Spieß, holy shit, das habe ich jetzt gerade gesehen. Also es sieht sehr, sehr gut aus und es gibt eine All-You-Can-Drink-Ayran-Maschine. Oh, da ist der Ayran. Oh mein Gott, mein Döner ist da. Ich muss anfangen. So, wir haben jetzt noch den Döner-Teller bestellt. Weiß Fleisch einfach. Meiner Meinung nach, eigentlich von allen außer Kebbe, geisteskrank war. Also Döner-Tasting, kurz und knapp. Ich fand das Brot okay. Es war aber nicht, es war jetzt nicht Weltklasse. Das in Kornwestheim war deutlich besser. Dann, das Fleisch war das Beste, was ich jemals hatte, mit Abstand. Und die Soße war verquatscht, aber ich fand, die brauchte man auch nicht so auf dem Döner, weil das Gemüse und das Fleisch einfach so perfekt harmoniert hat und schon saftig genug war. Deswegen 9,3. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich fand, ja, also das Fleisch war nicht so mein Geschmack. Deswegen bei mir ist es tatsächlich im Döner-Ranking eher auf dem letzten Platz, was wir bisher getestet haben. Deswegen habe ich dem eine 7,4 gegeben. War, ja, die Soße war kacke, hat wirklich nach, einfach sauer, nach Joghurt, nach nichts geschmeckt. Kein Knoblauch oder irgendwas. Ja. Also ich fand, das Brot war ein bisschen fad, nicht ganz so, da hat ein bisschen irgendwas gefehlt, ein bisschen Crispiness oder so. Ansonsten fand ich alles, was drin war, wirklich richtig, richtig gut. Das Fleisch war perfekt gewürzt. Ich hatte zwei Knorpel drin, das war ein bisschen ärgerlich, aber es war auf jeden Fall deutlich besser als Pamphylia in Berlin damals beim Rügenblock. Und ich würde ihm auf jeden Fall eine 9, irgendwas geben und das ist auf jeden Fall unter den Top 3 Dönern in Deutschland und damit auch weltweit. Also ich muss sagen, ich fand das Brot eigentlich echt ganz geil. Nicht wie die anderen gesagt haben, dass es schlecht war. Ich hatte auch ein paar Knorpelstücke, war ein bisschen scheiße, aber ich fand das Fleisch richtig geil. Generell fand ich den Döner richtig gut. Also es ist schon einer der besten, den ich seit längerer Zeit gegessen habe. Also dafür, dass es ein Krautdöner war und ich mag echt gerne Krautdöner, weil gefühlt sind es ja überall diese Gemüsedöner jetzt und so. Hätte ein bisschen saftiger sein können für einen Krautdöner. Deswegen. Und die Soße hätte ja Knoblauch vertragen. Also, und also insgesamt ein bisschen saftiger. Es war richtig frisch, aber ein bisschen saftiger. Ich gebe so eine 8,4. Das war's mit Vlog Nummer 44. T-Shirt hier gerade passend zum letzten Programmpunkt im Vlog. Ich weiß nicht, wann der nächste Vlog kommt. Vielleicht wird es nochmal ein Hohenheim-Vlog. Mal schauen.
weil man im Winter jetzt nicht so viel verreisen kann. Aber wir sehen es dann auf alle Fälle in Vlog Nummer 45. Hier haben wir Vincents Doppelgänger gefunden.